Hallo und willkommen zurück zu Schönenirs Let's Plays von Hearthstone Heroes of Warcraft. Es geht weiter mit dem Buch der Helden und der Geschichte von Anduin. Und als nächstes kämpfen wir gegen General Nazgrim. Der letzte Kampf war echt schon richtig schwer, vor allem wenn man bedenkt, dass es erst Kampf 4 war von 8 gegen Velen. Aber der hat einfach so eine böse Heldenfähigkeit. Was ist das? Ein Allianzjunge? Hier? Wartet, ich kenne euer Gesicht. Der Sohn von Varian Vryn. General, ich verlange, dass man mich der Obhut meines Vaters übergibt. Auf einmal will er wieder zu seinem Vater, oder was? Vier Leben, okay. Ja, stellt noch eine Forderung, Prinzchen. Und ich werde euren Kopf von euren Schultern befreien. Es wäre mir lieber, ihr unterlasst das. Alles wird gut. Mein Vater wird Lösegeld für mich bezahlen. Versprochen. Ihr werdet reich. Reichtum ist was für Schwächlinge. Meine Klinge ist durstig. Für einen Mana 4 heilen ist auch nett, aber ich glaube, was Damage angeht, bin ich damit besser bedient. Alles wird gut. Hier wird nicht geflohen. Das war so dumm von mir. Ihr verschwendet meine Zeit. Ich habe andere Dinge zu erledigen und zu suchen. Oh, was für Dinge denn? Nichts, was Allianzabschaum etwas angeht. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11. Das heißt. Schade, hat leider nicht geklappt. Alles wird gut. Tut das weh? Ich glaube, die Runde geht relativ schnell. Erzittert vor der Macht. Alles wird gut. Für ihn. Jetzt wollte er zwar den Rechten töten. Nee, doch nicht. Er greift an. Ah, okay, deswegen. Alle nur nicht der ganz links. Ah, Schwein gehabt. Die Preise sind total Banane. Danke. Ist das ein Trick? Drei Leben wieder her. Ruft eine Lichtschwärmerin herbei, wenn das Ziel immer noch verletzt ist. Drei. Der macht drei Schaden. Aber wenn ich den jetzt zweimal. Nee, warte, den müsste ich pushen. Dann ist er bei 5 und dann kann ich ihn töten. Nicht mit mir. Warum sollte er das tun? Oh nein! Aber trotzdem, meine beste Karte habe ich noch. Und vor allem damit ist halt böse. Alles wird gut. Für ihn.
Ich bin Max Leben aus dem Kampf, wie es scheint. Hier geblieben. Meine Klinge ist durstig. 3, 6, 7, 8. Alter, ist ja stark. Hm. Für Ehre. Das ging echt fix. Die Berichte sind fertig, General. Die Zeit für Krieg ist gekommen. Sammelt die Rekruten. Wir marschieren gegen die Allianz. Und ich gehe dann mal. Ich konnte aus dem Hordelager entkommen. Aber es gab in Pandaria noch viel zu tun. Als ich erfuhr, dass der Kriegshäuptling ein mächtiges Artefakt, die Götterglocke, gefunden hatte, war klar, dass wir eine Gegenmaßnahme brauchten. Zum Glück offenbarten die Legenden eine, den Schlaghammer der Harmonie. Aber er wurde vom Affenkönig versteckt, einer seltsamen Kreatur, die selbst seit vielen Jahren gefangen war. Immun? Den Affenkönig! Bestimmt muss ich den da töten. Ich versuche ihn zu befreien. Achso. Dann mal los. Ich bin wieder da, Nappel! So, was ist neu? Dieser Diener ist Teil eurer Quest. Besiege ihn, konnte ich nicht zu Ende lesen. Entdeckt deine Karte aus eurem Deck und verringert ihre Kosten. Ist jemand verletzt? Fügt 3 zufälligen Kandidiener 1-3 Schaden zu. Und der wird immer stärker, wie es scheint. Ist jemand verletzt? Sofort! Das kann ich nicht tun! Arme ist immer gut und vor allem sie wird günstiger. Ende jeder Runde, wie es scheint. Warte mal, kann ich das schon zusammenspielen? Ich könnte daraus... Ja, kann ich schon machen. Sofort! Für die, die mich aus einer Ewigkeit in Jade befreiten, schmeiß ich die größte Party aller Zeiten! Danke, aber dafür ist keine Zeit. Ein gefährlicher Kriegsanführer hat die Götterglocke gefunden. Wir brauchen den Schlaghammer der Harmonie, um ihn aufzuhalten. 3 Rätsel ihr erst lösen müsst, auf dass der Hammer euer ist. Löst ihr sie, bin ich so frei und stehe euch auf der Suche bei. Ein Wesen in finsterer Traurigkeit harrt dessen, der aus dem Bernis befreit. Verursacht? Okay. Nicht auf den rechten... Schade. Schein der Feinde Tode vernichtet alle befreundeten Diener und beginnt die nächste Kampfphase. Aha, ich könnte den jetzt direkt, aber dann wäre meiner weg. Warte mal, wenn ich aber... Alle Befreundeten, okay. Und das wird um 1 günstiger. Davon ist jetzt keiner gut. Ich erzähl, was mit dem Hammer geschah. Ihr wollt also das Metallwort kosten? Geil, hat mich angerufen. Statt zu beginnen, suchst du diesen Diener 3 Leben wieder her. Okay, das heißt, ich müsste den nächsten Zug besiegen. Das schaffe ich so nicht.
Für den König. Von drei Leben gleich. Aber egal, wenn ich zwei Diener habe, kann ich mit mehr Arme ihn wahrscheinlich nächste Runde überrennen. Dem Jade-Lotus kommen. Erst recht, wenn er sowas macht. Euer wohlverdientes Brei. Der Affenkönig fordert einen Kräftetest, bevor dieses Werkzeug euer ist. Sie ist doch nur drei, soll ich besiegen. So, was hat er noch? Fügt drei zufälligen feindlichen Dienern 1-3 Schaden zu. Man weiß also nicht, wie viel. Ich kann es nicht zusammenspielen, aber der ist 5-5. Den jetzt um 2 zu verstärken, ist, glaube ich, nicht so schlau. Für den König. Gottesschild und Sturm. Bei allen befreundeten Charakteren. Das ist eigentlich sehr nett. Für Ehre, für Ehre. Oh. Ah, Mist. Er macht natürlich mit beiden Maximalschaden. Von den Bananen habe ich noch nicht wirklich was. Mhm. Lohnt sich das jetzt schon? Damit alle Ansporn. Ja. Das ist so mies. Und der geht voll auf Jade. Na toll, den will ich nicht haben. Der ist da wahrscheinlich gleich umsonst. Aber ich glaube, damit habe ich mehr. Ich kann sogar jetzt schon spielen. Jade ist das neue Schwert. Noch ein Golem. Shit. Und die sind schon ganz schön stark. Ob das schlau war, bin ich mir noch unsicher. So, wenn ich dem jetzt 4 Bananen gebe, ist er bei 8-6. Dann wird er bestimmt mit seinem 6er angreifen und ich habe die Bananen verschwendet. Aber ich kann nicht groß was anderes machen. Okay, jetzt ist schon besser. Ich liebe Studieren. Boah, ein Siemer würde da schon rauskommen. Ach, Scheinkleister. Ich glaube, die Runde werde ich verlieren. Vor allem, ich habe ihn in seine Heldenphase so schnell gekriegt, weil ich innerhalb von 3 Runden in Folge alle Monster besiegt haben. Wahrscheinlich hätte man da nicht so schnell sein dürfen, damit man sich selbst aufbaut, bevor man gegen einen starken Gegner kämpft. Tja, wenn ich nichts mit Spott sehe, habe ich verloren. Yay. Ist was mit Sport? Was mir aber nichts nützt. Okay, ich hab verloren. So, dieses Mal sieht's besser aus. Er zittert vor der Macht Sturmwind. Für Ehre. Morgo sind nicht schlau, sehen Dinge so richtig nicht gerne. Der Affenkönig zerbrach den Hammer und schickte die Teile in die Ferne. Der Kopf und der Griff, eine Einheit, die beiden. Kombiniert mit der Salbe stiftet die Glocke kein Leiden. Na toll, noch mehr Arbeit.